Moin Leute! Letztens habe ich ja zum ersten Mal FC24 gespielt und dabei haben wir Seasons und den Ultimate Team Modus getestet und viele von euch hatten Bock auf eine Profikarriere. Zieh dir deine Fußballschuhe an und werde in the World's Game zum Star. Ja, mache ich, weil den Spielmodus habe ich, glaube ich, in FIFA noch nie gespielt. Entschuldigung, FC24. Übrigens, viele haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass FIFA 14 nicht das erste FIFA war, was ich auf YouTube gebracht habe, sondern schon FIFA 13 damals. Hier ein Clip. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA-Projekt. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und im Liegen zum vierten. Und da ist das 1:0 in der achten Minute. Welch ein kurioses Tor. Ey, das ist so krass, wie lange das schon her ist. So, ich mache mal neue Profikarriere. Ja, neuen Spieler erstellen. Oh, wähle einen Avatar. Ja, der sieht doch ein bisschen aus wie Paletto, oder? Obwohl, ich bin nicht blond. Aber der ist auch nicht blond. Doch, das bin ich. Ah ja, Vorname? Patrick. Ja. Nachname? Palum. Ah ja, Spitzname? Paletto. Sehr gut. Oh, was sagt der Kommentator? Obwohl, ich spiele eigentlich immer ohne Kommentator. Aber warte, wir können vielleicht hier auf P gehen. Ist denn da Paluten mit drin? Nee. Na toll. Paletta! Ja, warte, ich nehme nämlich Paletta. Trikotname Paluten. Oh, die Nummer 5. Weil ich habe am 5. Januar Geburtstag. Deutschland. Geburtsjahr. Ja, warte, wir machen uns möglichst jung, damit wir möglichst viel wert sind. Und 5. Januar. Ja, weiter. Athletik. Kann ich das nicht verändern? Ja, passt. Position? Ja, wir sind Stürmer. Starker Fuß rechts, ja. Geht auch beidfüßig? Nee. Das ist eigentlich interessant. Ich schieße mit rechts, aber bin Linkshänder. Ich finde, mein Gesicht ist so gut. Trikotpassform? Nee. Ich lasse immer drüber schlabbern. Trikotärmel? Kurz. Tattoos? Nee, Paletto hat keine Tattoos. Torjubel? Weltstar. Ja, nee, das meine ich. Rückwärts! Ja, das bin mehr ich. Ja. Ja, ihr kennt mich doch, oder nicht, Leute? Ich mach doch gerne mal Backflips. Ah, guck mal, jetzt kann ich das verändern. Ja, ich bin unfassbar groß, Alter. Endlich. 2 Meter. Ah ja, dann sehen wir Antritt. Oh nee, dann sind wir aber so mega langsam. Aber wenn wir unfassbar klein sind, dann sind wir schnell. Ja, nee, wir sind... Paletto ist eine Maschine, Alter. Komm, Alter. Wir machen uns... Warte mal, was geht hier? Oh, guck mal, du kannst hier auch ganz dünn sein. Stärke geht dann aber runter. Nee, komm, Alter. Wir sind 2 Meter groß und wir wiegen 115 Kilo. Das ist geil. Wir sind eine Maschine. Paletto ist da. Ich bin bereit. Oh, wo starte ich? Nee, ich will in Deutschland. Ja, komm, ich spiel schon beim FC Bayern München. Oh, da wird es wieder viel Hate für geben. Leute, lasst gerne ein Like auf die Folge da. Weil ich weiß, viele werden jetzt disliken, nur weil ich einfach just for fun zu den Bayern gehe. Ich muss ja Champions League spielen. Das kannst du aber auch bei anderen Vereinen. Ja, stimmt. Spielschwierigkeit, Halbprofi. Ich habe keine Ahnung von dem Modus. Ich lasse das so. Neu anfangen. Endlich bin ich mal in FIFA drin. So sieht das nämlich aus. Da ist Coman, Kimmich, Davis. Und wo bin ich? Da kommen okay, Thomas Leute, Müll. Kommt zu mir. Halt's ab. Ihr habt bestimmt schon die Neulinge hier bemerkt. Für sie sind das die ersten Schritte in Richtung erste Mannschaft. Wird garantiert nicht leicht. Also begrüßt sie herzlich, okay? Danke. Ja, gut. Ich gebe alles. Da bin ich. Der sieht doch aus wie ich. Also, streng dich an. Ich will einfach ein 2 Meter Biest, 115 Kilo. Ich schmeiße einfach Kimmich durch die Gegend. Oh, was ist das? Persönlichkeitsboost? Oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich nehmen soll. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber es switcht immer automatisch auf Freigeist. Ja, okay, ich bin jetzt einfach ein Freigeist. Was auch immer das bedeutet. Shop, kaufe ein Trampolin. Bedingung nicht erfüllt. Okay, hier kann ich, vielleicht durfte ich auch einfach nichts anderes auswählen. Gut, okay. Nee, dann lass uns doch jetzt mal Trainerwertung. Ach so, je nachdem, wie gut ich auch performe. Die Zukunft in deiner Hand. Präge deinen Weg durch Verhandlungen mit Verein. Verbessere deine Position in deinem aktuellen Team. Ach so, und dann komme ich auch so nach ganz vorne. Vertrag verlängern, Gehalt bearbeiten. Ja, ich hätte schon ganz gern doch mehr. Ah, jetzt kann ich hier einen Spielstil wählen. Lupfer. Powerschuss. Oh ja, angeschnittene Schüsse. Die finde ich eigentlich immer ganz geil. Das kommt rein. Was geht hier? Achso, das habe ich noch nicht freigeschaltet. Lupfer, Powerschuss. Oh, Ballannahme ist manchmal ganz wichtig. Ich mache Ballannahme, First Touch. Ja, wunderbar. Da sind wir. Ja, dann doch mal weiter. Paletto macht nächsten Schritt. Oh, da stand irgendwas Geiles über mich. Ja, da seht ihr mich. Guck mal, da war ich kurz. Training.
Ja, ich bin bereit fürs Training. Erste Übung. Oh, was ist das denn? Ansturm. Dribble so schnell wie möglich durch die Tore und weiche dabei den Figuren aus. Tipps, Bremse, um deine Drehungswinkel zu verbessern. Okay, Übung 2. Ne, da mache ich was anderes. Dribbel möglichst schnell durch den Parcours. Weiche dabei. Das ist, glaube ich, richtig schwer. Ah, hier sieht man auch, was die Schwierigkeit. Nächste Übung, spielen, ja. Ei. Beweglichkeit 50. Oh Gott. Ja, wir sind halt eine Maschine. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt. Ist nicht einfach, aber wir gehen durch. Oh, Alter. Ich muss hier um das Hütchen. Und jetzt hier durch. Machen wir kurz berührt. Easy. Jetzt hier, hier wieder rum. Oh, Alter, der spielt sich wie ein LKW. Oh, ja, warte. Oh Gott. Ja, warte, lass mich doch durch, Mann. Überragend, jawohl. Nächste Übung spielen. Das ist gut. Gut, liegt das an diesem Halbprofi-Ding? Vielleicht, wenn ich... Leute, bitte, Tipps und Tricks... Gerne in die Kommentare, ob ich nochmal was an der Schwierigkeit switchen soll. Aber weil hier Paletto, der macht das einfach überragend. Oh, der ist einfach ein Tänzer. Oh, da kommt jetzt ein Gegner. Warum kommt der... Alter, wer ist das? Der ist ja ein Bluthund. Herr Schiedsrichter. Oh. Warum ist das jetzt Musiala, Alter. Komm. Der klärt einfach. Guter Start. Guerrero. Sag mal. Jetzt. Lauf weg, Guerrero. Ja, guck mal. Wir haben ihn abgehängt. Jetzt hier. Zack, Alter. Und weg bin ich. Ey. Alter, das ist Kimmich. Ja, Kimmich ist ja auch wie ein Bluthund. Oh, da geht mehr. Lass nochmal einen neuen Versuch machen. Ich habe, glaube ich, bei Musiala, als der da einfach gestürzt ist, das war vielleicht nicht so geil. Ich werde jetzt hier einfach alles geben. Guck mal. Wann kommt... Ja, jetzt kommt Kimmich wieder. Gegen den habe ich ja keine Chance. Jetzt hier. Oh. Ja, ha. Kimmich, Alter, weil ich so ein Berg... Ich bin der Koloss von Rhodos, Alter. Zack, weg mit dir. Ah, jetzt Musiala. So, nicht stolpern. Nee. Ah, Ball verloren. Komm, Musiala. Herr Schiedsrichter. Also, das war jetzt auch nicht so geil. Jetzt mit Guerrero. Boah, Alter, Kimmich. Jawohl, Guerrero hat nämlich auch Körper. Guerrero hat auch den Körper. Hat er gegönnt. Es war noch schlechter. Da geht mehr. Ich mach nochmal einen. Nochmal einen Lünn. Ich glaube halt, dass an sich mit Musiala müsste mehr gehen. Aber da sieht man eben auch meinen FIFA-Skill. Aber ich fand's geil, als er eben Kimmich schön einmal weggeboxt hat. Jetzt kommt er nämlich wieder. Oh! Ist noch, haben wir noch. Jetzt. Tricksen. Oh! Naja, Kimmich läuft da. Schön, schön. Jetzt sprinte. Oh, Alter. Ich dachte, den mache ich. Komm, zieh durch. Zieh durch. Wir brauchen die Punkte. Na, komm. Schön. Weiter. Junge, ist so ein Holzer. Jetzt, Guerrero. Jawohl. Schön. Oh, das ist gut. Diesmal ist das gut. Jawohl, überragend. Wieso neuer Versuch? Ich bin fertig. Ergebnisse ansehen. Levelaufstieg. Jawohl. Ah ja, was kann ich jetzt machen? Oh, Tempo. Oh ja, es wäre schon geil, wenn wir so ein richtiger Koloss sind. So ein bisschen Haaland-Style. Weil ich glaube, Körper haben wir doch jetzt. Aber das, was uns fehlt, ist Tempo. Sprinttempo. Warte mal, wie viele Punkte habe ich denn? Zu wenig Skillpunkte. Aber ich könnte jetzt schon plus 10 gehen, oder was? Oder beides. Oh ja, ich würde gern beides zusammensteigern. Ja, mache ich. Oh, jetzt ist das hier aber gesperrt. Ja, passt. Fertig. Weil ich habe wahrscheinlich auch nicht mehr genügend Points. Ja, tipptopp. Übung 3. Ah ja, da muss ich jetzt nochmal anstürmen. Dribbel möglichst schnell durch den Parcours und weiche dabei den... Ah, das wird, glaube ich, das wird schwer. Simuliert man das normalerweise? Weil ich denke mal, wie machen das andere YouTuber? Ich werde natürlich jetzt hier gucken. Dribbel durch die Zonen. Okay. Ja, ich bin da... Oh, jetzt! Oh, wunderbar, weil er die Kraft hat. Oder... Ha, kurz ein bisschen geschummelt. Haben wir ein bisschen geschummelt. Da kommt wieder einer. Ah, Ball verloren. Okay, alles gut. Da kommt der Erste. Da waren wir schnell genug. Hier, schön ausgewichen. Ja, das war gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Jawohl.
Ah, musste ich abkürzen. War gut. War in Ordnung. Und vorbei. Jetzt nochmal ein Torschuss. Torschuss. Oh, Ball wurde verloren. Aber das war gut. Obwohl, das sieht aktuell guter Start. So gut sieht es gar nicht aus. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Okay, aber jetzt wissen wir ungefähr, was wir so machen müssen. Ja, komm schon ran. Hier, weil wir brauchen manchmal auch einfach die Ballkontrolle. Hier zum Beispiel vorbeizugehen ist easy. Hier jetzt auch wunderbar. Also ich finde das eigentlich ganz geil. Unser Körper, ja, da haben wir den Ball verloren. Das war jetzt nicht so geil. Aber der ermöglicht es uns schon, manchmal so einen Gegner einfach wegzuboxen. Müssen wir hier aufpassen, genau. So, schön mit dem Sprint hier durch. Hier auch, jawohl. Hier wird es jetzt schwieriger. Hier gehe ich mal so ran, um dann... Oh, schön. Das war gut. Guck mal, das würde ich jetzt hier gerne auch nochmal machen. Ja, haben wir noch. Was? Wir haben ihn kurz mal, aber wir haben uns den noch wieder geholt. Jawohl. Hier einmal durch. Gut. Das gibt immer nur ein D. Aber das ist doch auch die schwierigste Sache hier gerade, oder nicht? Aber wir kommen da einfach auch nicht an mehr Punkte ran. Also ich glaube, dafür ist unser Typ noch ein bisschen zu schlecht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier noch... Oh, Ball wurde verloren gegen Leimer. Ob es da irgendwie einen Trick gibt. Wie gesagt. Oh, warte mal. Aber das RB... Zack. Zack. Oh, gegen Kimmich. Ja, Junge, Kimmich ist Weltklasse-Verteidiger. Ich bin hier ja nur ein kleiner Typ, der hier irgendwie den Weg zum FC Bayern geschafft hat. Und der große Traum, was ist unser Ziel? Real Madrid? Zack. Oh, schön. Das war gut. Das müssen wir eigentlich... Ah, gegen Goretzka. Eigentlich wiederholen. Jetzt, wir sind bei 3100 Punkten, aber das wird doch wieder nichts. Ich weiß auch nicht, ob es da eine gewisse Taktik gibt. Oh, neuer Versuch. Komm, letztes Ding jetzt. Paletto, sprinte durch. Puh, beeil dich, Junge. Das war knapp. Das auch. Okay, easy. Easy, easy, easy. Sprinte einfach durch. Ja doch, wenn er gut durchsprintet. Ja, da habe ich ein bisschen getrickst. Oh, Alter, da kommen wir ja viel besser durch. Alles gut. Und jetzt können wir nochmal den Schuss. Warte mal, den... Jawohl! Mach weiter, 6000 Punkte. Manchmal ist es vielleicht auch schlau, einfach abzukürzen, bevor man den Ball verliert. Zack, hier raus damit. Und wenn er, bevor er mir jetzt hier den Ball wegschnappt, bin ich lieber da hier. Zack. Oh ja, Alter, das ist ein guter Try. Zack. Überragend, let's go. Geiles Ding. Da habe ich doch jetzt gute Punkte geholt. So, Spieltag. Gegen Inter Mailand. Ein Einladungsturnier. Partie spielen. Paletto steuern. Oh, ich werde jetzt eingewechselt. Für Harry Kane. In der 55. Minute. Ich bin bereit. Achte auf deine Ziele. Du hältst bei jedem Einsatz 3 Spielziele vom Trainerstab. Erfülle deine Ziele. Okay. So, da kommen wir rein. Wir sind bereit. Zielbewertung. Erreiche eine Spielerwertung von mindestens 6,5. Erreiche eine Erfolgsquote. Dribbling-Erfolgsquote. Ziel optimieren. Nee. Ich bin ja... Ist schon okay. Nee, ich weiß nicht, was ich optimieren soll. So, wo bin ich? Achso, ja gut. Ich bin Stürmer. Ich bin vorne. Kann ich irgendwie anzeigen? Spiel mich an? Nee, aber ich muss mich anbieten. Ich biete mich an. Guck mal, da bin ich. Oh, und zurücklegen. Gut. Ich muss mich... Oh, da bin ich wieder. Ich biete mich an. Jetzt musst du... Oh, Paletto! Oh, das war gut. Alter, wir hätten fast ein Tor gemacht. Ich bin ja im Freigeist. Guck mal hier, Tiki-Taka mit mir. Guck mal an. Oh ja, da bin ich wieder. Oh, Paletto. Und jetzt, Spiel rüber. Oh, Wo ist meine... Ah, meine Spielbewertung. Oh, jetzt sieh mich. Jetzt mich sehen. Mich sehen. Jetzt stehe ich natürlich im Abseits. Spiel mich an. Hier oben. Alles gut. Oh, Paletto. Jetzt spiel zurück. Puh, Leute, da müsst ihr auch... Jetzt. Leute, ihr könnt... Paletto ist hier völlig... Wird hier völlig ignoriert von euch. Jetzt hier. Hier, ich biete mich an. Guck mal, ich bin ein mitspielender Stürmer. Zack. Davis, sieh mich. Schick mich. Ah, hole ich mir wieder. Schön, aktuell. Jetzt, Kimmich. Kimmich, ich bin noch in die Tiefe gegangen. Werde ich schon wieder, das wäre so geil gewesen. Wenn wir schon wieder ausgewechselt werden.
Aber wir hatten zumindest die Chance auf ein Tor. Ganz so schlecht waren wir bis dato nicht. Schön mannschaftsdienlich. Jetzt. Oh, guck mal. Jetzt. Musst du Paletto sehen. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, Herr Schiedsrichter, das war, dafür konnte ich jetzt ja nichts. Aber wir haben eine 7,2er-Wertung. Oh, jetzt. Schick mich. Ich laufe mich frei. Komm mal an. Und rüber. Eine Vorlage. Oh, eine 8,6. Tolle Vorlage. Da jubel ich. Oh, auf Sané. Wo bin ich? Komme ich da auch noch? Bitte. Leute, wo? Paletto darf nicht mitfeiern? Nee, ich durfte nicht mitfeiern. Aber das war gar nicht. Guck mal da. Da schickt er mich. Und da sehe ich. Sané ist bereit. Zack. Wunderbar. Meine Damen und Herren, guck mal. Ich sag euch. Oh, jetzt Paletto. Ich schick dich. Ah, tut mir leid. Oh, Paletto! Oh, ist jetzt schon 78. Minute. Aber vielleicht kriegen wir nochmal eine gute Torchance. Jetzt. Oh, was? Ey, das war Zucker. Junge, ich bin einfach Messi. Der Pass war wirklich... Das war so ein richtig guter Lupper. Jetzt. Sieh mich. Ich bin hier hinten. Oh! Junge, einfach Volley abgezogen. Das war ja ein geiler Schuss. Ich weiß übrigens nicht, was das für eine Kameraeinstellung ist. Die war so standardmäßig eingestellt. Muss ich eigentlich mal ein bisschen ändern. Aber ist für den Überblick... Oh, gar nicht so schlecht. Nicht nachlassen. Eine 8,7 haben wir. Wir sind noch drin. Oh, Thomas Müller kommt. Guerrero. Ja, ich gehe jetzt... Guck mal. Da bin ich wieder. Oh! Das war gut. Wir erkämpfen uns die Chance. Wir sind bei einer 8,8. Das ist jetzt aber schon 82. Jetzt, da gehe ich ran. Oh! Erkämpfen uns den Ball. Jetzt rüber. Und die zweite Torvorlage. Jawohl. Eine 10,0. Da, wie ich auch den Leuten den Ball abgeluchst habe. Ich sage euch, das war's bald. Harry Kane, der wird bei den Bayern bald wieder verkauft. 100 Millionen für Harry Kane. Guck mal hier, wenn man Paletto haben kann. Oh, faul? Spiel früher ab. Ja, war doch faul. So, anbieten. Genau. So, jetzt kommt Paletto. Jetzt, komm, spiel rüber. Kimmich. Ah, Kimmich. Der Egoist. 2:0. Wir haben zweimal Sané super gut in Szene gesetzt. Also da müsste der Trainer doch schon sagen, Paletto, ich bin stolz auf dich. Du hast das gut gemacht. Also für unser erstes Spiel, klar, es war jetzt ein Freundschaftsspiel, soweit ich das mitbekommen habe. Aber, oh, ein Ziel hatten wir nicht erreicht. Okay, so, da geht's weiter. Oh, wieder Training. Und dann geht's gegen Melbourne Victoria. Ach, das ist ein Turnier. Ja, ich mache Ansturm nochmal, weil das ist ja einfach. Und sammle die Trophäen, mache ich auch. Ich kann auch alles simulieren, aber ich glaube, bei diesem Simulieren, da würden wir, glaube ich, zu viel verlieren. Weil ich glaube, ich weiß jetzt schon ein bisschen besser, wie ich hier laufen muss. Aber unser erstes Spiel lief meiner Meinung nach ganz gut. Ihr dürft, wie am Anfang gesagt, natürlich Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch gar nicht, gibt es sonst noch irgendeinen coolen neuen Modus, den man mal auschecken sollte? Ja, wunderbar. Überragend. Nächste Übung. Ein paar Trophäen. Ah, ja, jetzt. Oh, das wird wieder haarig. Da kommt gleich wieder Kimmich und fetzt mich weg. Der kriegt ja ein neues Kind, oder nicht? Glückwunsch. Glückwunsch, Herr Kimmich. Habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Oh ja, ja. Oh, schön. Ja, lauf da ruhig gegen. Oh, Musiala. Oh, alles gut. Wir haben den Ball noch. Sehr nice. Oh, schön aussteigen lassen. Jawohl, komm, Musiala. Lauf nicht raus. Nee, das war's jetzt. Das war schlecht. Jetzt nochmal Guerrero, oder nicht? Nee, brauche ich nochmal einen neuen Versuch. Weil wir brauchen ja schon die Punkte. Gleich jetzt kommt wieder der Windhund. Ja, komm. Jetzt, da ist er wieder. Aber Paletto, Alter. Ich muss den Körper einsetzen. Setz den Körper ein. Genau. Wunderbar. Körper einsetzen. Oh, guck mal. Junge, der wollte mir die Beine brechen. Schön aussteigen lassen. Wir haben zwar nicht die Trophäe bekommen. Aber das ist egal. Hauptsache, wir kommen jetzt hier ein bisschen weg. Jawohl. Schön. Immer noch gut. Lauf nach da hinten. Warum hat er jetzt plötzlich abgebrochen? Junge, wie mies war das denn? Ah, Mist. Und den Ball verloren. Aber es waren überragend. Sehr nice.
Nächste Übung, Ansturm, heißt Dribbling-Labyrinth. Was passiert denn, wenn ich das jetzt simuliere? Du simulierst mit der bisherigen, möchtest du wirklich... Ah, nee. Okay, dann lieber nicht. Ah, nee, nur die Übung simulieren. Okay. Ach, das ist mein aktueller Vertrag. Erzielte Tore. Ach, das habe ich am Anfang eingestellt. Besuche den Agenten und wähle einen Zielverein für deinen nächsten Transfer. Mein Weg. Wunschteam wählen. In Deutschland. Leider ist Hamburg nicht in der ersten. Wir sagen mal, ja, bei Real Madrid. Wunschteam ändern. Aber nee, ich will da ja gar nicht hin. Ich will ja erstmal jetzt hier bleiben. Komm, wir spielen jetzt. Oh, ich spiele von Anfang an? Echt? Oh, guck mal, direkt in der Kabine. Das ist ja geil. Guck mal, da kommen wir alle. Da bin ich. Da sehen wir Guerrero. Oh ja, eine 7,0. Ja, warte, aber da würde ich ja schon... Wie kann ich das optimieren? Da weiß ich aber nicht, wie ich das optimieren kann. Okay, so Leute, jetzt geht's los. Oh. Warum sehe ich immer so meine Passstärke? Kann ich das irgendwie ausschalten? Oh ja. Ja, genau, ich bin hier. Oh, da haben sie... Das ist nicht gut, da habe ich direkt den Ball verloren. Aber jetzt hier, gut abgeblockt. Das ist eine Vorlage. Oh, Alter, Sané. Mach ihn. Das ist eine... Ist das nicht... Zählt das als Vorlage? Oh, da knall ich den Ball nochmal volle Kanne rein. Aber mitfeiern darf ich wieder nicht. Da kommt Leimer. Aber Paledo ist wieder nicht eingeladen zur Party. Naja, ist in Ordnung. Oh, kleine Grätsche. Oh ja, schick mich. Müller. Jawohl, Paledo. Ja! Mein erstes Tor. Das gibt's doch nicht. Paledo, da bin ich. Komm jetzt, feiern mit Paledo. Irgendwie kommt keiner mit. Dag wieder, ihr kennt mich. Der Backflip. Jawohl, Sané. Da kommen sie alle. Guck mal, ich werde akzeptiert im Team. Guck mal, schön geschickt. Da habe ich gewartet auf meinen Moment und dann schön mit der Seite eingenetzt. So muss man das machen. Jungs, jetzt macht da hinten mal keinen Quatsch. Wir spielen ja nur gegen Melbourne, Jungs. Super. Hier, sieh mich. Machen wir Doppelpass. Dann müsst ihr jetzt aber auch kommen. Schön unten. Jawohl. Jetzt. Ich bin da. Spiel rüber. Spiel noch rüber. Oh. Den muss ich machen, dass ich den nicht gemacht habe. Aber trotzdem steht ein guter Versuch. Es war ja auch ein guter Konter. Jetzt hier. Leimer. Sieh mich. Paledo aus der Ferne. Oh! Alter, der war gut. Das war wirklich... Bitte, Herr Schiedsrichter, machen Sie nochmal... machen nochmal Wiederholung. Schade. Weil das war ein geiler Schuss. Wie kann ich denn mal so sagen, spiel auf mich? Hier. Oh! Alter, Leute, jetzt mal Real Talk. Das war doch ein Traumtor. Junge, einfach locker aus dem Fußgelenk. Das, was ich auch geskillt hatte. Guck mal da, jetzt hier. Zack. Oh, schön angeschnitten. Der hat so gepasst. Zucker. Bam, Junge. Da hole ich mir direkt wieder den Ball. Und Paledo läuft. Aber er ist auch mannschaftsdienlich. Nimmt Müller mit. Guck mal, da sind wir nicht egoistisch. Das spielen wir fürs Team. Ich glaube, wir müssen aber mal die Schwierigkeit noch mal einmal hochstellen. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Es sei denn, es ist so, dass das jetzt wirklich in dieser... Also wir spielen jetzt ja hier gegen keine Weltklasse-Teams. Obwohl Inter Mailand, die waren... Oh ja, und die Flanke. Schön! Oh, Alter. Wir schenken denen so sehr ein. Darf ich mit... Thomas, ich hab auch... Ja, da bin ich. Wunderbar. Oh ja, komm, spiel, schick mich. Schön. Sieh mich. Was war das denn gerade? Oh ja. Paledo, jetzt Doppelpass. Jetzt hier, spiel Kimmich. Und jetzt schenke ich dem. Boom! Der Junge, der ist eiskalt vor dem Tor. 6:0 nach 22 Minuten. Eieiei, das erinnert mich so ein bisschen an DFB-Pokal erste Runde, wo manchmal so die verschiedenen Bundesliga-Clubs da manchmal so 23:0 gewinnen. Aber ich werde doch bestimmt auch bald ausgewechselt, oder? Trainer, ich kann nicht mehr. Oh, guck mal, Paledo, Alter, der tankt sich durch. Zack. Oh, guck mal, der hat einfach, weil er die Muskelkraft hat. Und er netzt ein. Einfach der Junge. Boom. Heute mal kein Backflip. Ja, ich denke, wir müssen auf jeden Fall das ein bisschen umändern. Oh, Müller.
Müller jetzt hier. Guck, Paletto läuft. Ah, jetzt bin ich im Abseits. Jetzt. Ah, und dann so ein Fehlpass. Schön. Paletto. Junge. Das Ding ist, glaube ich, der Torwart ist auch nur so ein 60er-Torwart. Also ich glaube nicht, dass der jetzt zack irgendwie richtig krasse Skills hat. No front an Melbourne. Oh ja, komm Paletto. Spiel durch. Und Müller sehen. Müller sehen. Oh, gute Flanken können wir nicht so gut. Jetzt hier nochmal. Herr Schiedsrichter, auswechseln. Auswechseln. Kann ich mich selbst auswechseln lassen? Ah, doch, kann man. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt was Gutes. Wir wollen ja spielen. Wir wollen ja zeigen, dass der FC Bayern München Kane gar nicht benötigt. So, jetzt machen wir noch eine schöne Vorlage. Ja, Müller. Und das 9:0. Jetzt. Spiel, Spiel! Oh. Hier vorne. Oh ja, der geht auf mich. Oh, Junge, das war so knapp. Nochmal, Sané, hier. Und da klaue ich Sané in den Ball. War schon ein bisschen dreist. Jetzt wieder hier vorne. Da biete ich mich wieder an. Da haben wir doch den Größenvorteil. Ja, aber die Flanke war schlecht. Oh! Na komm. Jawohl, hier oben, Müller. Müller, komm, jetzt. Oh, gut gesehen. Gut gesehen. Ah, Paletto, komm, tank dich durch. Junge. Immer noch am Ball. Immer noch am Ball. Jetzt mannschaftsdienlich. Schade. Aber das war, stand auch wieder guter Pass dran. Erste Halbzeit. So, darf ich jetzt weiterspielen oder wäre ich ausgewechselt? Warte, was haben wir? Führe 2 Schüsse aufs Tor. Wir haben alles. Ah, wir bleiben auch auf dem Platz. Interessant. Jetzt hier, Sané. Komm. Jawohl, schick mich. Paletto, der läuft drauf. Oben, oben. Zack. Oh, Zucker auf Müller. Jetzt. Komm, sie, mich sehen, mich sehen. Hoch, Spiel. Oh, Alter. Jetzt. Hab ich. Jawohl. Let's go. Und ihr kennt mich. 11:0. Zack. Einfach. Und jetzt aus der Entfernung. Boom. Gar kein so schlechter Schuss. Und jetzt. Einfach Dampf. Wie eine Dampfwalze. Einfach durch, Junge. Einfach durch. Zack. Jawohl, komm, den. Das ist immer so richtig aggressiv. Wenn du ein Tor schießt, der Ball liegt im Netz und du rennst nochmal zu dem Ball und ballerst ihn nochmal volle Kanne rein. Oh, jetzt wäre ich ausgewechselt, oder? Nee, immer noch nicht. Gnabry ist jetzt reingekommen. Jetzt den pöle ich ihm nochmal richtig schön rein. Ey, Junge, was ist das für ein Torwart? Jetzt mal, also, oh, jetzt habe ich ihn kurz angeschnüffelt. Was mache ich? Hallo? Guckt euch mal den Schuss an, was der Torwart macht. Man sieht es, glaube ich, leider nicht so richtig. Das erinnert mich, wenn Deutschland so gegen die Färöer-Inseln gespielt hat, wo der Torwart eigentlich hauptberuflich Angler ist. Oh ja. Jetzt nochmal aus der Entfernung. Boom! Oh ja. Und nochmal Kopfball-Duell. So, jetzt müsst ihr mal den Ball jetzt Konter. Konter? Schick mich. Oh, zu spät, Goretzka. Okay, easy. Easy, da oben. Ich spiele ihn hoch auf Gnabry. Oh, und er macht ihn nicht. Das war aber ein guter Ball. Warte mal, ich will was passiert, wenn ich auswechseln lassen mache? Ah ja, kann ich selber. Okay, jetzt nochmal zu Paletto. Schön. Oh, komm. Kommt vielleicht eine Bude nochmal? Oh, schön. Oh, das war schön. Zack. Jawohl. 14:0. 14:0. Stell dir vor, Alter, kommst nach Hause, deine Freundin sagt so, und wie habt ihr gespielt? Ja, 14:0 verloren. Junge, und da gehen wir raus. Wer kommt rein, Harry Kane? Ja, perfekt. Optimiertes Ziel 8,5. Ah, dann bekommen wir dafür irgendwie noch mehr Points oder was? Restliche Zeit? Ja, simulieren. Ja, ja. War doch gut. Ah, können wir jetzt hier nochmal skillen? Kann ich auch das nochmal rein machen? Dann kriege ich nochmal Antritt, Beschleunigung plus 4. Ich kenne mich hier leider echt null aus. Zack.
Ah ja, wir können hier alles nehmen. Und können wir das auch zweimal? Nee, ah, jetzt haben wir alles rausgehauen oder was? Aber wir sind deutlich schneller geworden jetzt. Sprinttempo und Antritt 64. Das ist doch geil. Ich meine, unser Ziel ist wahrscheinlich Gewinn der Champions League. Und irgendwann zu Real Madrid. Leute, das war's mit dieser kleinen Runde von FC24. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut immer gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Hier sind jetzt auch noch weitere Videos. Mein Zweitkanal, Team Paluten. Schaut gerne mal vorbei. Und ansonsten fettes Dankeschön fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.